besuchen, bestimmt essen wir Naan. Naan kann einfaches Naan, Butter Naan oder Knoblauch Naan sein. Traditionell kocht Naan im Tandoor. Aber man kann nicht jeden Tag im Restaurant essen und jeder hat auch keine Tandoor zu Hause. Dann kommt die Frage, kann man den indischen Naan zu Hause ohne Tandoor backen? Antwort ist, ja, bestimmt. Heute zeige ich Ihnen, wie man zu Hause verschiedene Naan backt, aber ohne Tandoor. Zutaten für 6 Naan: 300 Gramm Weizenmehl, 100 Gramm 3,5% Joghurt, etwas Milch, 3 Esslöffel Öl, etwas Wasser, 1 Teelöffel Backpulver, 1/2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker. Zum Garnieren: Butter, Knoblauch, Schwarzkümmel, Koriander. Zuerst bitte Backpulver, Salz und Zucker in das Weizenmehl geben und mit dem Löffel mischen. Dann Öl, Joghurt und ein bisschen Milch hinzufügen und den Teig sehr gut kneten. Fügen Sie bitte immer eine kleine Menge Milch hinzu, wenn nötig, und kneten Sie den Teig wieder sehr gut, so dass die Konsistenz so sein sollte. Wenn wir den Teig drücken, springt er zurück. Es bedeutet, dass der Teig gut für Naan geknetet ist. Jetzt decken Sie den Teig ab und legen Sie ihn 2 bis 3 Stunden beiseite. Nach 3 Stunden den Teig wieder ca. 1 Minute kneten und in 6 Stücken teilen. Bitte kneten Sie jedes Teigstück so. Nehmen Sie bitte eine Teigkugel und die andere bitte wieder abdecken. Rollen Sie bitte dann die Teigkugel in Eiform oder Kreisform oder dreieckig Form. Form spielt keine Rolle. Bitte rollen Sie das Naan, so dass es ungefähr 2 oder 3 mm dick ist. Dann fügen Sie Schwarzkümmel und Koriander für einfaches und Butter Naan. Danach bitte wieder leicht rollen, damit es auf das Naan klebt. Dann das Naan drehen und ein paar Tropfen Wasser hinzufügen und darüber verteilen. Für Naan verwenden Sie bitte eine Pfanne aus Eisen oder Edelstahl. Geben Sie jetzt Naan in die erhitzte Pfanne und reduzieren Sie die Hitze auf den mittleren Wert und backen Sie ca. 1 Minute lang. Es gibt die gleiche gekochte Struktur wie Tandoor. Zu diesem Zeitpunkt können Sie nach dem Abkühlen Naan einfrieren und später weiter backen. Dann nehmen Sie bitte das Gitter aus dem Ofen und legen Sie es auf die Herd und backe das Naan auf diese Weise in der mittleren Hitze weiter. Sie können es auch auf dem Grill backen und es schmeckt wirklich mega lecker. Unser einfaches Naan ist fertig. Wenn Sie etwas Butter darauf auftragen, dann ist auch Butternaan fertig zum Servieren. Jetzt kommt Knoblauchnaan. Bitte machen Sie den gleichen Vorgang wie zuvor gezeigt. Hier erst Knoblauch, dann Schwarzkümmel und Koriander hinzufügen und dann leicht rollen. Wieder fügen Sie bitte ein paar Tropfen Wasser auf die Rückseite von Naan und lege es auf die heiße Pfanne und backe das Naan auf ähnliche Weise. Unser Knoblauchnaan ist servierfertig. Zum Schluss bitte das Naan mit etwas Butter garnieren. Naan schmeckt mit jedem Curry mega lecker. Genießen Sie warmes Naan mit Curry. Bitte probieren Sie es aus und Ihre weiteren Vorschläge, Fragen, Rückmeldungen und Kommentare sind herzlich willkommen. Bleiben Sie fit, gesund und viel Spaß mit Naan. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.